Schau es die Wand an. Heute ist Muttertag. Und wo ist die blöde Sau? Mama! Ich weiß noch, vor 1000 Jahren irgendwann war auch Muttertag. Jedenfalls hatte ich auch Blumen vom Friedhof geklaut und in eine leere Maria-Pulle auf dem Küchentisch reingeprängelt. Mein Alter, das rattendove Schwein, lag breit wie der Amazonas auf dem Sofa rum. Wie sich Wochen später herausstellte, war er damals schon tot, ja. Egal, jedenfalls hatte ich Eilert Bescheid gesagt, dass er am Muttertag ruhig mal auch mal uns besaufen könnte, ne? Da spreche ich jetzt erstmal von meiner Seite nichts dagegen. Mama! Jedenfalls sagte Eilert daraufhin, er hätte selten so einen ausgefuchsten Plan gehört. Ja, das sagte Eilert. Und der ist in solchen Sachen unheimlich kritisch. Folgende Vorgehensweise hatten wir uns überlegt. Die Zuhrenflaschen aufmachen, den Kram da drin aus der Flasche raus, bei uns reintun und dann den Rest von scheiß Muttertag wie ein geföhnter Heidewachtel stramm in der Butnik rumliegen. La 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 la. Mama! Mama! Was uns fehlte, war bloß das Grinsewasser. Eilert war blank wie ein Rixer-Auspuff und ich hatte kein Geld. Schöne Rotkehlchen-Scheiße war das. Doch da hatte Eilert eine Idee. Eilert, ne? Wenn's den gäbe, der kriegte bestimmt den Nobelpreis für Ballerbrühe besorgen. Mama! Eilert sagte, wir sollten doch einfach den Nuttendiesel, den meine Mama sich immer selber kaufte zum Muttertag, weil schenken tat er den ja keiner, ne? Also diesen besagten Nuttendiesel, den könnte man genauso gut saufen, weil da jede Menge Umdrehungen drin wären, ne? Hätte er, Nobelpreisträger Eilert, gelesen in der Illustrierte beim Kacken auf dem Bahnhof. Aha! Ja? Das unterscheidet eben das normale Drecksarschloch von einem Genie wie Eilert, ne? Das Genie bildet sich auch und gerade noch beim Kacken fort. Mama! Wir also die Riesenpulle mit dem Memphym in so ein Liter Wegglas gekippt und altes Frittenfett untergerührt, damit dieser süßliche Memphym-Gestank wegging, ne? Half aber nix. Zuletzt hat Eilert reingeschifft. Das brachte Linderung. Damit es nicht auffiel, hat er auch noch in die leere Memphym-Flasche gejaucht. Ja, danach wurde es noch ein sehr schöner Tag. Nachdem wir uns die Alkschiffe reingequält hatten, waren Eilert und ich stramm wie die Bügelbretter. Ich habe nicht mal gemerkt, wie der schluffige Köter von Misshaken mir die Kimme blutig geleckt hat. Ja, das war, wie gesagt, ein sehr schöner Tag. Als ich anderen Morgen halbwegs wieder nüchtern nach Hause kam, hing Mama in der Diele. Und Kurt war erst 12 Jahre damals.